zu einem ganz anderen Thema. Leistungssport und Schule sind oft gar nicht so leicht unter einen Hut zu bringen. Um jungen Talenten die Kombination aus beidem zu ermöglichen, ist in Wien das erste Ballsportgymnasium ins Leben gerufen worden. Junge Sportlerinnen und Sportler aus 4 verschiedenen Ballsportarten genießen dort die Vorteile eines Schulalltags, der auf das Training abgestimmt ist. Schulische Laufbahn mit Matura, eine sportliche Ausbildung auf höchstem Niveau und viel Zeit fürs Training. Das bietet das Wiener Ballsportgymnasium seit mittlerweile 6 Jahren. Mit an Bord sind Vereine wie Austria Wien, Vienna Vikings, Vienna Timberwolves und die Volleyball-Mädels vom SV Schwechat. Derzeit werden rund 270 Schüler von 30 Lehrkräften unterrichtet. Also das 5-jährige Modell ist aufgebaut so, dass wir 4-mal am Vormittag Training bei den Vereinen ermöglichen und die Leistungssportler dann zum Mittag um 12:30 zu uns kommen. Und am Mittwoch sind sie ab 9 Uhr in der Früh im Haus. Das ist das 5-jährige Modell. Das 4-jährige Modell ist offen für sämtliche Sportler, die Interesse haben, Matura zu machen und parallel dazu ihren Sport auszuüben. Das Besondere daran ist, es gibt 4 Bewegung- und Sportstunden in diesem Modell und Sportkunde insgesamt bis zur Matura 10 Stunden und damit ist es maturafähig und gehört auch abgebildet in der neuen Matura in Zukunft. Schule und Leistungssport unter einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach. Das Konzept des Ballsportgymnasiums ist genau darauf abgestimmt. Die Jugendlichen sind geistig und körperlich gefordert. Ich habe es mir am Anfang gedacht, 5 Jahre ist schon blöd, aber da wir sehr viel Basketball machen und ich das mache, um besser zu werden, ist das kein Problem für mich. Weil es sind alle Sportler und das ist dann eigentlich leichter, wenn ich mit Sportlern zu tun habe, als mit jemandem, der am Nachmittag nur zu Hause sitzt. Dann habe ich kein Gesprächsthema. Es ist besser, weil mit den Trainingszeiten hängt das viel besser zusammen. Manchmal in der Früh Training, manchmal nicht, manchmal nur am Nachmittag. Also es ist viel besser, weil ohne Sport kann ich nicht lernen. Man freut sich, dass man den Sport ausüben kann und die Schule halt einem dabei hilft. Also ich finde nicht wirklich, dass die 5 Jahre jetzt schlimm sind, sondern ich finde es eher super, dass man auch noch ein Jahr länger vielleicht trainieren kann. Naja, in meiner alten Schule hatte ich oft dieses Problem, dass ich eben während der Unterrichtszeit einfach oft aktiv war und mich nicht gescheit auf den Unterricht konzentrieren konnte. Dann habe ich mir halt eben überlegt, wie bringe ich das mit dem Sport, und also dass ich ein bisschen ausgepowert bin unter einem Hut. Viele Leute meinen, dass es ja geht nicht, dass man ausgepowert und hat keine Kraft mehr. Aber meiner Meinung nach kann man sich viel besser dadurch konzentrieren und für mich macht das die Sache erheblich einfacher. Nicht nur die Motivation der Schüler ist für den Erfolg dieses Modells entscheidend, sondern auch die Qualifikation und Sportbegeisterung der Lehrkräfte. Mark McCormick ist Austria-Nachwuchstrainer und als Native-Speaker auch Englischlehrer am Ballsportgymnasium. Andreas Keineter und Andreas Schnedl kümmern sich um den Nachwuchs der Timberwolves und unterrichten ebenfalls beide am Gymnasium. Zum einen habe ich gemerkt, dass den Kids wirklich hilft, dass sie einen strukturierten Alltag haben. Das heißt, die wissen, da ist Training, da ist Schule und da habe ich auch meine Lernzeiten. Das hilft ihnen enorm im Gegensatz zu den anderen Kids, die vielleicht teilweise sogar zu viel Freizeit haben und dann teilweise die Gelegenheit verpassen, wann sie eben ihre Zeit in die Schule investieren können. Für Spartendenken ist hier am Ballsportgymnasium kein Platz. Die Schüler profitieren unabhängig von ihrer Sportart gegenseitig voneinander. Wir haben ja sowieso Sportkoordinationstreffen, wo wir uns überhaupt über viele Dinge absprechen, Vereine untereinander. Und wir hatten auch schon gegenseitig Trainings, um einfach die anderen Sportarten auch kennenzulernen. Und ja, man merkt, Leistungssportler ticken ja dann alle irgendwo ähnlich und haben alle ein gemeinsames Ziel, in ihrer Sportart halt so gut wie möglich werden zu können. Ja. Auch wenn den Schülern so einiges abverlangt wird, schätzen sie das professionelle Umfeld. Das ist einmal die
sportliche, fußballerische Belastung eine große und auch die schulischen Anforderungen sind natürlich so gegeben, dass man letztendlich dann eine Matura schaffen kann. Deswegen soll es auch wirklich so sein, dass auch das schulische Niveau hochgehalten wird. Das ist garantiert durch die Schulleitung, das ist garantiert durch die Lehrer dort. Und ich glaube schon, dass die Jungs das durchaus verstehen und auch merken, dass da was geboten wird, was keine Selbstverständlichkeit ist. Die Zukunft der Schüler ist damit ebenso gesichert wie jene der Vereine, bei denen die jungen Talente sportlich ausgebildet werden. Die Schule soll demnächst einen neuen Standort bekommen. Unter dem Schlagwort Viola Park findet man ja schon die einen oder anderen Unterlagen auch im Internet. Da geht es um ein Stadtentwicklungsprojekt, das sich zieht zwischen der Generali Arena und der Theodor-Sickel-Gasse Labergstraße, also unmittelbar beim Verteilerkreis Favoriten. Und das Ziel ist es dort, nicht nur sehr viele schöne Wohnungen zu bauen, sondern auch eine neue Aufschließung für das Stadion und im Bereich dort ein Oberstufenrealgymnasium in Form eines Neubaus zu errichten. Das Wiener Ballsportgymnasium schafft den Spagat zwischen Schule und Sport. Und ein gesunder Geist wohnt bekanntlich ja in einem gesunden Körper.